Moin, moin, ladies and gentlemen. Mal kurz, Hände auf, wer kennt mich schon? Gut, sind ein paar dabei, die mich nicht kennen. Jo, hi Online, heute ist der 17.11., der 17. November 2012. Da ist es Schnuffel, es ist Samstag und heute ist der erste Tag vom Juck 4. Und da fahre ich jetzt auch hin. Es ist irgendwie so Viertel vor neun. Und wir wollen Viertel nach neun mit dem Regionalexpress, mit der Regionalbahn fahren. Zum Zoo, der Stüng und ich. Und das Schnuffel geht jetzt Umzug helfen. Hallo Schnuffel. Und heute Abend geht die hier dieses Vampirzeug gucken. Ja, also für die, die gerade gestutzt haben, der Juck, ne? YUC, der YouTube User Kongress Nummer 4. Ja, und ich bin auch vortragend. Ich weiß zwar noch nicht wann, ob heute oder morgen, Vormittag oder Nachmittag. Weil, was hat Joe gesagt? Das machen wir einfach on the fly. Ja, ich denke, am günstigsten wäre mein Vortrag tatsächlich irgendwie so morgen Vormittag als zweites. Ein Eichhörnchen. Ja, nee, aber hier haben wir ja hier reichlich rumlaufen. Aber obwohl sie quasi mitten unter uns Menschen wohnen, sind sie immer noch sehr schreckhaft. Was vielleicht auch an den vielen Katzen liegt, die hier rumlaufen. Oder an den Krähen, die hier rumfliegen. Mal gucken, ob das Typ schon da ist. Ich denke, der grinsende Typ da in der Tür mit der dicken Mütze auf. Da ist er. Da ruhig. Die ersten Leute werden ungeduldig. Fünf Minuten Eingang. Der ist auch nicht da. Naja, der trinkt ja noch einen Kaffee, hat er gerade getwittert. Haben Sie ja. Na, sag schon. WLAN. Jetzt geht's los. Ja, und die TU ist auch in Jahrzehnten nicht besser geworden. Ist immer noch so hässlich. Wie am ersten Schultag hier. Wir sind jetzt hier in Saal Nummer was? 110. 110. Ist nicht schön. Und ich habe hier, glaube ich, eine Controlling-Klausur versemmelt im 110. Schlechte Erinnerungen verbinden. Hey, wir sind schon 2 Minuten drüber. 3 Minuten drüber. 3 Minuten weiter. Korinthenkacker. Ja, ich stehe dazu. Ja, wir haben festgestellt, dass sich sehr, sehr viel verändert hat. Hat das eigentlich nochmal zugelegt. Wir haben alle die Video-Day-Veranstaltung mitbekommen, höchstwahrscheinlich. Und was YouTube, beziehungsweise was die YouTube-Community mittlerweile eigentlich ist oder was sie werden soll. Das war ein ganz eindeutiges Zeichen, also egal wie man jetzt irgendwie zu der Person Krachten oder Mediakraft steht, das hat damit nichts zu tun. Ja, das ist halt, Entschuldigung, bevor wir weiter kurz machen, ich muss halt nicht fest, aber ich gehe mal so durch. Also ich freue mich sehr, heute als Teilnehmer dabei zu sein und ein kleines bisschen auch als Gastgeber. Ich wollte ein paar Sachen dazu sagen, wie es zur Verbindung von YouTube User Kongress und TU bzw. Soziologie kommt. Es ist vielleicht etwas überraschend, aber die TU Berlin unterhält das größte soziologische Institut Berlins mit einem Schwerpunkt auf Soziologie der Technik und auch. Lassen Sie sich nicht immer mit dem Gleichen beschäftigen. Ja, und ich bin dann immer am Stand erreichbar und werde bemühen, alle Fragen zu beantworten und da, wo ich es nicht kann, vielleicht doch den Kontakt zu jemandem geben, der es dann besser kann. Okay, danke. Ja, also nochmal fürs Protokoll: Es ist total bescheuert, den Tag ohne Kaffee zu beginnen. Und anzunehmen, dass die Cafeteria offen ist. Jetzt suchen wir gerade die Kaffeeautomaten. Immer noch auf der Suche nach Kaffee. Ja, weil das Foyer ist eigentlich vorne. Automaten, Alter! Da steht's. Alter, wir sind an der Uni, wir lesen keines kleinen Vorteil. Das Paradies. Kaffeeautomat, Cola-Automat, alles da. Das Paradies und das Düngen. Ja. Yeah.
Die riecht doch schon nach Kaffee da. Und dann werden wir zu Versuchs. 50, das ist ja günstig. Ja. Allerdings, wie gesagt, ist wie bei Starbucks hier. Es gibt ein langes Klingelbrett, was du dir aussuchen musst. Ja, das heißt warten, ich will Kaffee. Ne? Ja, der ist noch in der Mache, glaube ich. Oh, das dauert ein bisschen. Und der Automatenkaffee ist nicht mal schlecht. Wie gesagt, kostet 50 Cent. Okay. Ja, und parallel zum Juck, der unter anderem mitgesponsert wird von der TU, findet quasi so eine Two Girls One Cup Aktion statt. Und zwar die Videos zu jucken, wollen Leute quasi dabei beobachten, wie sie selber Videos gucken, sprich Rezeptionen und so weiter und so fort. Und das geht jetzt los. Alter, vor mir sitzt die Isolierstation komplett fast. Scheiße, wo? Genau so. Gib alles. Ja, da steht der Frankster drauf. Ich habe das Album gekauft. Das gibt dazu. Katrin ist schuld. Ich glaube, das war ein anderes Experiment, weil über eine Stunde YouTube-Videos mit einem Plenum gucken ist ganz schön anstrengend. Vor allem, wenn der Vorschlagsgeschmack komplett auseinandergeht. Manche waren echt krasser Tobak. Wer ist das überhaupt? Der Gag ist alt, aber sie sind wirklich nicht eine Person. Das ist kein Schnitttrick. Ja, haben wir das schon gemacht, da wusste noch gar keiner, dass es cool ist. Wir waren zu früh, wie immer. Ja, wie immer. Ja, shit. Den Visionär ist nicht so schön. Wenn man mich jetzt fragen will, wie sieht so ein Vertrag aus, ist klar, steht auch in den Regularien drin, spricht man nicht drüber. Was natürlich auch ganz klar ist, dass jeder Vertrag mit jedem individuell abgeschlossen wird. Ich habe Gerüchte gehört von anderen großen Netzwerken, dass dort Margen veranschlagt werden von 70-30, und zwar 70 zugunsten des Netzwerkes. Ich gehe ins Studio, habe mich vorbereitet entsprechend, wir nehmen die Session auf und dann gehe ich wieder nach Hause. Der Rest wird vom Team bearbeitet, also die ganze gesamte Postproduktion findet dort vor Ort im Studio statt, darum muss ich mich nicht mehr kümmern. Hinter jedem Kanal steckt natürlich ein YouTube, der auf YouTube natürlich gerne erfolgreich werden muss. Aber es ist auch ganz einfach, einen Kanal zu gründen. Jeder kann es machen und jeder kann damit Spaß haben. Also die Apple-User gibt es in iMovie, da gibt es iMovie oder noch KDN Live. Also damit könnt ihr eigentlich schon mal die ersten Schritte machen. Das ist halt wirklich ein sehr einfacher Videoschnitt, aber man muss halt nichts investieren. Magix Video Easy oder andere Programme. Es geht dann so ab 50 Euro los, teilweise ein Sonderangebot auch schon für 40 Euro. Alter, da sitzen sie! Hey, ihr seid im Fernsehen! 6, 7, 8 Minuten über Campus gelaufen und aber ansonsten, falls noch Bedarf besteht und später ein Bier oder so. Jo, dann bin ich gerade wieder mit dem Sting nach Hause gefahren. Das war der erste Tag Juck. Ich denke, ja, nach meinem Ey, ihr seid im Fernsehen ist nicht mehr viel gekommen. Was daran lag, dass ich meinen Vortrag dann anschließend ohne Mikrofon gemacht habe. Weil das Problem ist, wenn ich einen Vortrag halte, das hatte ich schon damals als Dozent das Problem, ich brauche beide Hände zum Reden. Und da kann ich nicht ein Mikro halten. Vor allem, da habe ich mich immer darauf konzentriert, hast du jetzt richtig reingesprochen? Weil man hört, ob es über die Lautsprecheranlage kommt oder nicht. Und dann haben wir halt eine kurze Hörprobe gemacht. Es ging auch ohne. Und dann habe ich es halt ohne Mikro versucht. Das hat allerdings ein wenig meinen Hals gekratzt. Deswegen war ich nicht so gut bei Stimme. Aber Stimme ist jetzt wieder da.
So, das heißt, mein Vortrag ist gelaufen. Natürlich habe ich ihn selber nicht gefilmt. Mal gucken, vielleicht finde ich davon was bei YouTube im Netz. Ansonsten heißt es für mich, ich brauche morgen meinen Laptop nicht mit mir rumschleppen. Was gar nicht schlecht ist, dann kann ich nicht gemaniakt werden. In diesem Sinne, das war der erste Tag. Der wird jetzt nicht am nächsten Tag schon online sein, weil dazu müsst ihr ihn jetzt schneiden und ich habe echt Kopfschmerzen. Insofern werde ich mir jetzt nochmal einen auf die Birne löten und wir sehen uns dann morgen.